Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf dem Bergwerk 4x4. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch einmal was zeigen. Nämlich ein neues Intro, was wir bekommen haben. Ja, wir haben das einfach als Intro-Vorschlag bekommen. Es wird für uns erstellt. Wir werden in Zukunft vielleicht noch öfter neue Intros bekommen. Aber auf jeden Fall schneide ich euch das jetzt einfach mal hier rein. Und dann möchte ich gerne eure Meinung in den Kommentaren hören. Aber jetzt erstmal das Intro. Bis gleich. So, genau, das war das Intro und ja, bitte schreibt mir dazu eure Meinung einfach mal in die Kommentare und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Vielleicht kriegen wir nächstes Zeit noch öfter Intros, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir tatsächlich jetzt noch ein Intro haben. Ich werde euch jetzt natürlich vorher nicht sagen, wie ich das Intro finde, welches Intro ich besser finde. Einfach damit ihr eine Meinung habt, die ihr dann selbst beurteilen könnt. So, cool, dass. Alter, ich habe echt schon keinen Bock mehr auf dieses Spiel, weil, also auf die fremde Teams. Das ist einfach der absolute Bullshit heutzutage, den man machen kann, weißt du? Immer, ich war in zwei Dreierrunden, war ich alleine gerade. Alleine, ja? Dann immer leftet einer aus meinem Team. Oder ich habe die Inkompetenz in Person. Ich schreibe eben fünfmal Achtung. Juckt keinen. Juckt echt niemanden. Das ist echt so schlimm. Deswegen, ich bin wieder so. Also, ich muss unbedingt wieder mit Tobi im Flow aufnehmen, ey. Ich raste richtig aus bei den Leuten. Ich frage mich echt. Also, manche, die denken überhaupt nicht nach. Die spielen einfach irgendwie drauf los. Dieser Ei Alpha. Lol, der ist hier in der Runde. Der war gerade in meinem Team und hat einfach die ganze Zeit am verfickten Bronze-Spawner in einer 2x4er-Runde gestanden, bis dann am Ende unser Bett abgebaut wurde. Dann hat er sich zwei Schritte bewegt. Jetzt hört doch auf, mich zu boxen, Kollege. Ich muss doch. Ja, cool, jetzt bin ich tot und habe das Gold nicht nach Hause gebracht. Ja, geil. Ach Mann, das ist doch so witzlos. Keine Hilfe in der Mitte, nichts. Ganz stark, echt, ey. Von einem mit der Hand totgeprügelt. Das ist so billig. Das ist so billig, dass der überhaupt anfängt, auf einen draufzuschlagen, anstatt einfach. Ach mal, solche Leute. Genauso wie in Survival Games. Solche Leute regen mich da auch auf. Die einfach schon. Es hat gerade angefangen und die schlagen schon mit der Hand auf dich ein. Als könnten sie, wer weiß, wie gut ich jetzt mit der Hand totprügeln. Was natürlich nie funktioniert. Außer hier, weil ich schon bis auf zwei Leben alles an Fallschaden verloren habe. So, da haben wir ihn ausgetrickst. Mein typischer Bergwerk-Trick ist das. Und er hat uns aber noch einen ordentlichen Boost gegeben. So viel steht ja mal fest. Oh Mann, jetzt sind wir tot. Ja, das Känguru kann man natürlich nicht austricksen, das Känguru. 1, 2, 3. Ja, dann baue ich mich nächstes Mal einfach hoch. Guck, das ist wieder der nächste jetzt. Der steht die ganze Zeit da am Villager und macht nichts. Das heißt, wir spielen jetzt gerade zwei Leute gegen vier. Guck mal. Sieht man da hinten irgendwo einen die ganze Zeit nur rumstehen? Sieht man da irgendwo einen die ganze Zeit nur rumstehen? Nein, tut man nicht. Und was sieht man bei mir? Oh mein Gott, er ist voll equipped und macht nichts die ganze Runde lang. Das ist natürlich eine starke Leistung. So, erstmal mache ich jetzt Rot kaputt. Rot nervt mich. Rot ist einfach eine Unstelle. Wir haben zwei Eisenquellen, das ist schon mal praktisch. So, da ist auch dieser hässliche Ei Alpha drin, der nur am Trollen ist gerade. Aber es juckt mich ja nicht, ne? Ich renne einfach mal da an dem vorbei. So ein bisschen cool hier. Mal einen auf cool machen. Okay, und das war's auch. Ei Alpha. Du Heslon. Keine Beleidigung hier jetzt, aber. Der ist mir gerade eben sowas von auf den Sack gegangen. Okay, er rennt jetzt in die Mitte. Dann hole ich mir lieber den Kill hier. So, ich habe ja genug Spitzhacken. Also, oh mein Gott, hat er einen Knockback bekommen, ey. Das war ja auch mal wieder stark. Was will er jetzt machen? Ja, das ist auch echt schwer abzubauen. Aua, aber er hat mich gut gehittet. Da muss man ihm lassen. So,
So, gib ihm den letzten Shit. Mann, das war dumm. Das hat nicht so richtig funktioniert, Torben, ne? Die haben sich jetzt nämlich zu unserer Eisenquelle gebaut, was natürlich absolut nicht in Ordnung ist. Aber dafür ist deren Bett kaputt, was ich wiederum ziemlich cool finde. So, aber jetzt müssen wir die wichtigen Teams hier auch noch zerstören, nämlich zum Beispiel... Ach, Team Rot wurde schon vernichtet. Ja, dann machen wir doch jetzt mal gelb, weil ich sehe, dass ein Gelber gerade rechts ist. Und, ich bin gelb. Ja, gut, ne? Ich versuche jetzt einfach mal blau. Why not, oder? Nein, man kann ja mal einen Versuch geben. Vielleicht stehen die ja jetzt beide auch ein bisschen... Shit, Mann, warum? Der eine hat mich gesehen. Der Vollequipped hat mich nicht gesehen, aber dieser eine... Ah. It's Superman PvP. Mann, hätte ich mal meinen No-Knockback angemacht, ey. Dann wäre das alles anders ausgegangen. Dann hätte er mit seinem... Mit seinem Rückstoßknüppel an nichts gekommen, ja. Oh, sehr schön, Simon. Alter, wir haben echt... Die Spieler, die jetzt noch übrig sind aus meinem Team, die haben aber auch Qualität. Dann muss ich den lassen. Okay, blau kommen gerade zwei voll equipped in die Mitte. Ob das so vorteilhaft ist, weiß ich natürlich nicht. Na, schade, ich dachte, ich könnte einfach... Alter, dann lass mich doch wenigstens zum anderen Team gehen. Aber das sind dann wieder die typischen Badwash-Spieler, die heute keine Intelligenz besitzen und auch jemanden töten, wenn er in Wirklichkeit zu einem ganz anderen Team rennt. Das ist natürlich der Sinn von Badwars, ganz ohne Taktik zu spielen, einfach mal wild drauf losschlagen. Hauptsache alle sterben. Genau das ist der Sinn von Badwars. Ihr habt es verstanden, wenn ihr genauso seid. Nein, das ist nicht der Sinn von Badwars, falls sich jetzt manche wieder fragen, ob das Ironie ist oder nicht. Vielleicht spielt man einfach mal ein bisschen taktischer und einfach mal ein Durchlassen zu einem anderen Team zählt nicht als Teamen. Teamen ist was komplett anderes. Team ist, wenn du einen Nicht-Angriffspakt hast und das ist kein Teamen. Das ist bitte alles andere als Team. Ich hasse solche Leute, die dann schreiben, Team verboten, ban. Denkst du, das juckt mich besonders? Nein, tut es nicht, um dir die Antwort zu geben. So, okay, jetzt geht er hoch. Alles klar, macht mir nichts, juckt mich nicht. Erstmal zu deren Bett bauen. Dann haben wir schon mal zumindest eine Verbindung da, die entweder abbauen werden, was denn viel Zeit kostet, oder die stehen bleibt, wo man sich dann immer, wo man dann immer hingehen kann. Und eine Kiste haben die nicht, damit ich mich gleich opfer. Ne, haben sie nicht. Okay, da kommt jetzt noch wieder ein Blauer hin. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft. Egal. Hauptsache, die Verbindung steht schon mal. Ich werde jetzt auch beschossen. Was mich natürlich auch nicht so besonders juckt. Okay, einer ist... Oh, er hat getroffen. Das fand ich so... So düfte. Oh, ich bin tot. Ja, cool. Immerhin haben wir die Verbindung jetzt schon mal da oben. Da kann man sich mal gut rüber sneaken auf dem Map Bergwerk, weil die passen meistens nicht so besonders auf die Teams. Wenn unten keiner langkommt, dann juckt die das meistens auch nicht so besonders. So, Team Grün hat noch zwei Spieler. Wir müssen echt Team Blau kaputt kriegen, sonst haben wir ein dickes Problem. Achtung! Ich kann Achtung mit 10 Finger einfach nicht richtig schreiben. Ich schreibe immer Achund. Cool, dass ihr den einfach durchlasst. Alter, Kollege! Danke. Mein Gott. Kann er den mal bitte... Der kriegt das Bett jetzt gerade nicht, oder? Nee, das ist nicht unser... Danke, 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 danke. Ohne Witz, das wäre absoluter Horror gewesen, hätte der unser Bett bekommen. Dann wäre ich runtergesprungen. Ja, super, du wurdest richtig, richtig inkompetent runtergekickt. Und genauso will ich das auch weiter hier sagen, weil es genauso war. Das ist ein Zufall aber auch. Yo, yo, we, we. So, jetzt holt er seinen Bogen. Mit einem Schlag. Mit einem Schlag war ich tot.
Na, da hatte ich mal ungefähr gar keine Chance. So, jetzt hole ich mir hier ein bisschen Rückstoß. Ding, falls jetzt angerannt kommen hier. Wie die Oberbabos. Zum Beispiel der Jonar. Ich bin ein bisschen über. Schießt er mit seinem hässlichen Bow. Ja, das ist kein Problem. Dann gehe ich halt da oben hin und schubse euch von da oben runter. Das macht mir nichts aus. Ja, ihr hättet aber nicht alle hochkommen sollen, ihr Schlauköpfe. Jetzt ist der nämlich da unten, wie so ein Barbo. Ja, super. Mir muss auch schon irgendeiner helfen, ne? Das ist euch ja bewusst. So, mit einem Schlag, den ich aushalte, ist das natürlich nicht so stark. Mit einem Rückstoßknüppel. Aber vielleicht kann ich jetzt gekonnt den von hinten kicken. Nein, kann ich natürlich nicht. Warum auch? Das wäre ja uncool. Gott im Himmel, kann nicht mal ein Team kompetent sein. Okay. Unser Typ kriegt irgendwie auch nichts gebacken, kann das? Nein, kriegt er nicht. Absolut nicht. So, wenn ich schaffe, renne ich schnell weg. Ich werde eher runtergeschossen. Das wäre jetzt die Traumvorstellung, wenn ich da in die Base kommen würde. Mein Team dann mal kurz alleine lasse, weil das eh keine Chance hat. Unser Bett, da ist es down. Ist natürlich immer sehr praktisch. So, da kommt auch schon der erste Upsala. Ja, gut. Gut. Super, jetzt schreiben die gleich wieder alle sowas wie Ease oder so. Und vergessen dabei, dass die ein Spieler weniger waren. Ja, egal, ich habe einen noch getötet, das ist ein richtiges Opfer. Ach man. Ja, das war echt. Nein, nein. Einer weniger. Das war kein GG. Das war eigentlich kein Problem. Weil wieder diese Inkompetenz der Teams. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Man kriegt das einfach nicht mehr. Die Leute, die denken einfach nicht mehr nach. Ich schließe euch jetzt mal davon aus, weil immer wenn ich mit Abonnenten spiele, läuft es eigentlich ganz gut. Ihr scheint irgendwie doch noch so ein bisschen nachzudenken. Aber viele Leute sind einfach so. Keine Ahnung. Die denken überhaupt nicht mehr nach. Ich verstehe das einfach nicht mehr. Warum die das. Es macht einfach auch keinen Spaß so. Irgendwie wird schon vorausgesetzt, dass man über TS oder halt über Skype das macht, weil die sonst kriegt einfach keiner mehr was gebacken. Weil keiner irgendwie checkt. Also jeder braucht irgendwie die Anweisung, oh, da kommt einer, ich muss jetzt aufpassen. Oder ich muss in der Mitte bleiben, weil sonst kommen die anderen in die Mitte. Das kriegt irgendwie keiner mehr von alleine gebacken, wenn er sich einfach mal ein bisschen umguckt und dann sieht, da kommt ja einer, den lasse ich erstmal durch, ne? Oder wie gerade alle hochgerannt sind, auch wieder Absprache pur, der volle Equipte vor allem. Entweder er alleine hoch oder gar keiner, also oder nur ich halt. Das ist echt wieder richtig klug gewesen. Dadurch kam jetzt dieser Techno-Spasti da unten hin. Ja, egal. Was willst du machen, Leute? Das ist die erste Runde seit langem, die ich nehme, die ich nicht gewonnen habe. Du kriegst mittlerweile einfach. Ich habe vier Runden versucht. Zweimal davon war ich alleine. Einmal war ich mit in der Viererrunde zu zweit. Das war jetzt gerade. Und einmal war ich. Einmal hatte ich das Inkompetenz-Team höchst persönlich. Ist mir egal, ich will jetzt nicht nochmal alles von vorne machen. Ich nehme die Runde jetzt. Ich habe echt keinen Bock mehr auf diese Scheiß-Teams. Wir machen bald wieder einen neuen Community-Abend. Übrigens sag ich jetzt einfach mal kurz am Rande hier. Dazu werden aber noch Infos, Videos rauskommen. Also ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst auch eine positive Bewertung da. Nehmt die Beleidigung, die ich vielleicht gesagt habe, nicht zu ernst. Ihr seid sowieso davon ausgeschlossen. Es geht einfach nur darum, dass manche Leute echt nicht mehr nachdenken.
Und ja, dann würde ich sagen, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.